stell mir gerade vor, ich bin gerade wach geworden und ich kann meinen Körper nicht bewegen. Genau das passiert Hannah. Und so saß er dann auch erstmal da und hat mich einfach die ganze Zeit so angelächelt. Dann hat er dazu noch angefangen, wie vom Band irgendwie so zu lachen. Also so. Sie sieht dabei Dämonen und Monster und es fühlt sich an wie die Realität. Dann ist der auf mein Bett einfach raufgesprungen und hat so in meine Hand reingebissen. Also ich habe auch seinen Speichel so gefühlt und so. Also ich spüre das richtig detailliert. Hannah hat Schlafparalysen und ich frage mich, was steckt hinter ihrer horrorartigen Schlafstörung? Für diesen Film hat sich Hannah für uns wochenlang im Schlaf gefilmt. Ich treffe heute Hannah, ihr habe ich extra eine Nachtsichtkamera geschickt und damit hat sie sich jetzt fast jede Nacht gefilmt, das geht schon seit Wochen so. Nochmal meine Augen dann aufgemacht, von meinem Fußende, von meinem Bett, stand dann wieder so eine Schattengestalt, die hat dann auch meine Fußgelenke wieder gegriffen. Und jetzt haben wir tatsächlich eine Aufnahme, die sie zeigt, während sie eine Schlafparalyse hat. Eine Schlafparalyse, das ist eine Schlafstörung. Und da geht es darum, dass der Körper beim Aufwachen gelähmt ist, aber der Kopf ist schon wach und man kann seine Augen bewegen. In diesem Zustand sieht Hannah Dinge in ihrem realen Schlafzimmer, die eigentlich nicht da sind. Traumwelt und Realität verschwimmen miteinander. Hannah will mir heute erzählen, wie sich das anfühlt, eine Schlafparalyse mit Halluzinationen zu haben. Die Kamera! Ja. Hat es denn auch ein bisschen Spaß gemacht? Also war es spannend, wenn du abends dann ins Bett gegangen bist und vorher so angemacht hast, Nachtsicht an? Es war am Anfang ein bisschen gewöhnungsbedürftig tatsächlich, aber es war dann auch immer ganz spannend dann zu wissen, okay, wenn was passiert, dann kann ich mir das auch mal angucken. Die Aufnahmen schauen wir uns später an. Hannah studiert Biologie. Ihre erste Schlafparalyse hatte sie vor 6 Jahren. Weil wir ihr ja nicht in den Kopf schauen können, will sie heute für uns malen, was sie sieht. Also das ist jetzt hier quasi dein Bettende, wie du das dann aus deiner Perspektive siehst. Genau, ja. Einmal stand jemand da in der Ecke. Einmal kam auch jemand hier lang gerannt. Also so ein Viech. Wie sehen die dann aus? Das war irgendwie, die waren so... sind irgendwie so auf allen Vieren irgendwie so auf mich zugerannt, so. Ich weiß noch, du hattest mir mal vor 3-4 Wochen abends, nachts um 1 Uhr eine Nachricht geschickt und da hast du genau das gerade erlebt. Genau, ja. Da war ich nämlich noch wach da damals und es war ziemlich gruselig. Ja, der hat mich dann auch so ein bisschen angelächelt. Irgendwie, so war halt nicht so ein nettes Lächeln, sondern es war so ein bisschen so ein gruseliges Lächeln. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt hier irgendwie wiedergeben kann. Also der hatte halt so fletschende Zähne irgendwie beim Lächeln. Okay, genau. Ja, das sieht gruselig aus. Okay, das ist mir wenigstens gelungen wiederzugeben. Genau, und dann hatte der noch so rote Augen, mit denen er mich dann einfach angeguckt hat. Und so saß er dann auch erstmal da und hat mich einfach die ganze Zeit so angelächelt. Hattest du da keine Panik? Weil wenn ich das jetzt sehe und mir vorstelle, ist mir das passiert. Du hast es einfach schon so oft erlebt. Ja, irgendwann fing er dann an, so seinen Kopf so ganz so hin und her zu dingsen, sodass seine Ohren so mitgeschwungen sind. Und das wurde dann immer schneller und auch so surreal schnell, so ganz, ganz schnell hin und her. Und dann hat er dazu noch angefangen, wie vom Band irgendwie so zu lachen. Also so. Und dann ist der auf mein Bett einfach raufgesprungen und hat so in meine Hand reingebissen und wollte mich dann vom Bett runterziehen. Der hat dich gebissen? Ja. Und obwohl er ja vorher wie so fletschende Zähne hatte, hat es sich dann beim Beißen angefühlt, wie als würde ein Mensch einen in die Hand beißen. Also ich habe auch seinen Speichel so gefühlt und so. Also ich habe das richtig... Also ich spüre das richtig detailliert. Also eigentlich bei Halluzinationen gehe ich ja davon aus, das sieht man ja nur was. Du fühlst das aber auch. Ja, meistens fängt es halt damit an, dass ich irgendwas höre, was nicht da ist. Wenn ich das dann sehe, dann kommt eben noch dieses Fühlen quasi dazu, dass ich eben fühle, wie ich gebissen werde. Ich weiß gerade gar nicht, wie ich dich angucken soll. Weil einerseits ist es voll faszinierend, aber andererseits ist es halt so gruselig.
Kannst du da irgendwas gegen machen oder bist du dem ausgeliefert? Ja, schon. Also meistens versuche ich mich darauf zu konzentrieren, dass ich irgendwie anfange, meinen kleinen Finger zu bewegen oder meine Zunge zu bewegen oder meinen Kiefer zu bewegen oder so, damit die Halluzinationen eben gar nicht erst so schlimm werden und ich mich da gar nicht so erst so reinsteigern kann. Schätzungsweise erleben 8% der Weltbevölkerung mindestens einmal im Leben eine Schlafparalyse. Und bei einem Drittel davon soll es eben auch zu solchen Halluzinationen wie bei dir kommen. Und besonders häufig sollen wohl psychiatrische Patienten und Studierende betroffen sein. Erst gestern in der Nacht hatte Hanna eine Schlafparalyse mit Halluzination. Die Nachtsichtkamera hat den Moment eingefangen. Da öffnest du die Augen. Was hast du da jetzt gerade dann gesehen in dem Moment? Also ich habe halt hier ungefähr so zwei Typen quasi stehen sehen irgendwie. Und die hatten so helle Pullis irgendwie an, so Kapuzenpullis. Und die hatten mich dann an meinen Fußgelenken irgendwie gegriffen und wollten mich dann halt auch so das Bett irgendwie runterziehen. Ich will wissen, was dahinter steckt. Dafür haben wir noch einen Termin im Schlaflabor. Krass. Wenn's Hanna nach einer Schlafparalyse nicht so gut geht, macht sie gern einen Spaziergang am Wasser in der Nähe. Manchmal hat sie mehrere Nächte hintereinander immer wieder die Schlafparalysen. Ich frag mich, wie sie gelernt hat, das auszuhalten. Wie gehst du jetzt in deinem Alltag damit um, dass du immer wieder diese Schlafparalysen haben könntest? Also mittlerweile komme ich tatsächlich ganz gut damit klar. Es war natürlich am Anfang schon ein bisschen schwierig, weil das eben auch einen sehr viel Angst eben macht. Und da hat mich das schon immer sehr doll beschäftigt immer und auch bestimmt dann eine Woche lang oder so. Klar, ich bin dann am nächsten Tag auf jeden Fall ziemlich müde, weil ich dann weniger geschlafen habe, weil ich dann vielleicht noch mal 2-3 Stunden wach war und mich beruhigt habe. Aber ansonsten komme ich damit mittlerweile ziemlich gut klar. Hanna will möglichst viel über ihre Schlafparalysen herausfinden. Also das ist jetzt das Messgerät und mit den Werten von diesem Gerät gehen wir dann morgen zusammen ins Schlaflabor. Und genau. Da wird dein Schlafmediziner dann diese Werte checken. Die Frage ist also auch, hast du jetzt diese Nacht eine Schlafparalyse oder nicht? Ja, das weiß ich natürlich nicht, das kann ich vorher immer nicht sagen. Aber hast du jetzt auch Angst davor, dann schlafen zu gehen? Ich gehe schon eher mit einem mulmigen Gefühl dann schon schlafen. Und stelle mich dann meistens auch schon so ein bisschen drauf ein und weiß dann, dass ich vielleicht am nächsten Tag ein bisschen fertiger bin. Das Gerät misst unter anderem die Gehirnaktivität während des Schlafs, die Bewegung der Augen und der Muskeln. Dadurch gibt es Erkenntnisse darüber, wie normal oder eben nicht normal der Schlaf von Hanna ist. Das ist echt ein cooles Outfit. Oder? Ich bin auch richtig wohl. Ich meine, schau das mal an, Julia. Richtig schicke Mann. Also, ich bin auch gespannt auf morgen, weil ich dann erfahre von dem Arzt, woher das mit der Schlafparalyse eigentlich kommt und ja, ob es da eine Heilung für gibt oder ob man sein ganzes Leben damit leben muss. Hey! Da kommt schon Hanna und bevor es in die Praxis geht, abonniert doch mal unseren Kanal. Erzähl, hattest du eine? Nee, leider nicht. Oh. Ja. Ist das jetzt gut oder schlecht? Also es wäre schon gut gewesen, dass wir dann jetzt eben auch Aufnahmen davon haben. Was wir hier gerade noch nicht wissen, auch ohne Schlafparalyse erfährt Hanna heute durch die Werte der Nacht etwas Neues über ihre Schlafstörung. Was passiert denn eigentlich im Körper und im Kopf bei einer Schlafparalyse? Wir haben zum einen den sogenannten Tiefschlaf. Und wir haben den sogenannten REM-Schlaf. Und beim Schlaf halt schaltet der Körper in andere Zustände. Also eben in diesen REM-Schlaf oder eben in dem Tiefschlaf. Im REM-Schlaf wird insbesondere geträumt. Die Hirnaktivität ist ähnlich wie im Wachzustand. Aber die Muskulatur ist abgeschaltet. Nur die Augenmuskulatur bewegt sich. Und wenn sozusagen die Trennung nicht so gut ist, dann kommt es zu solchen Phänomenen wie Schlafparalyse. Der Körper sollte eigentlich komplett quasi mit allen Merkmalen im REM-Schlaf sein. Aber das Gehirn ist schon wacher.
erlebt, ist quasi schon erwacht, ja, aber die Muskulatur, also andere Teile des Gehirns, sind quasi noch im REM-Schlaf. Bei Hannas Werten zeigt sich, da passt was nicht ganz. Bei Ihnen sieht man hier so ein leichtes Hin und Her. Sehen Sie das? Also hier geht es aus dem REM-Schlaf wieder in Leichtschlaf. Hier geht es nach dem REM-Schlaf in eine kurze Wachepisode. Hier geht es aus dem REM-Schlaf wieder in leichten Schlaf. Also da sieht man bei Ihnen dieses Umschalten quasi, das ist beeinträchtigt. Hanna ist schon vor unserem Dreh Patientin im Schlaflabor gewesen. Und da kam es zu einer klaren Vermutung, warum gerade sie die Schlafparalysen hat. Es gibt eine genetische Komponente dabei, das heißt, das tritt in einigen Familien gehäuft auf. Also meine Schwester hatte einmal in ihrem Leben schon mal eine und meine Mama auch, mein Papa auch und mein Onkel auch. Mhm. Also, aber bei denen immer nur jeweils einmal vorgekommen im ganzen Leben. Und bei mir kommt es ja jetzt doch sehr häufig auch vor. Könnte es denn sein, dass es einfach bei Hanna jetzt irgendwann aufhört? Ja, mit hoher Wahrscheinlichkeit ja. Wie war das jetzt für dich? Ich fand es sehr beeindruckend irgendwie, dass man trotzdem, obwohl ich keine Schlafparalyse hatte, dass man trotzdem in den Aufnahmen sehen konnte, dass mein Schlaf scheinbar nicht ganz normal ist. Das hätte ich nicht gedacht. Also ich dachte, okay, das passiert halt manchmal und manchmal habe ich diese Verschaltungsfehler. Aber dass die tatsächlich jede Nacht bei mir immer stattfinden und deswegen die Wahrscheinlichkeit scheinbar auch höher ist, dass ich eine habe, das war auf jeden Fall neu für mich. Und die gute Nachricht, die Hanna heute mitnimmt, es ist sehr wahrscheinlich, dass die Schlafparalysen einfach irgendwann von selbst verschwinden. Also ich habe jetzt aus diesen 2 Tagen mit Hanna total viel mitgenommen. Klar ist das irgendwie gruselig, was so potenziell in unseren Köpfen alles so abgehen kann. Und auch dieses Gefühl von Machtlosigkeit, was Hanna da empfindet, das ist schon heftig. Aber es ist auch erleichternd zu sehen, wie gut sie gelernt hat, damit umzugehen. Ich habe übrigens öfter mal so wiederkehrende Albträume. Wie ist das bei euch? Schreibt mir das doch gerne mal unten in die Kommentare. Ich arbeite gerade schon am nächsten Film und der fordert mich echt. Also wenn ihr den nicht verpassen wollt, dann abonniert doch gerne unseren Kanal und aktiviert die Glocke. Und es gibt Leute, denen macht ihre Schlaflosigkeit echt das Leben zur Hölle. Hast du soziale Kontakte? Nee, habe ich leider gar nicht. Durch die Schlafstörungen war ich auch oft nach der Schule halt einfach nicht mehr in der Lage, dann irgendwas noch zu machen. Wie das ist, so zu leben, das erfahrt ihr hier im ganzen Film. Und darunter gibt es noch eine Empfehlung von Auf Klo. Danke euch und bis zum nächsten Mal.